Nur Fragen. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Bayern München und Werder Bremen in Stand 1:1. Wir haben unseren Trainer von Werder Bremen hier, Florian Kohfeldt. Bitte um kurzes Handzeichen, wenn jemand Fragen hat. Roman Unger von der Bild. Hallo Florian, Glückwunsch zum Punkt. Jetzt habt ihr den 1:1-Rekord eingestellt, den du gar nicht haben wolltest. Kannst du trotzdem damit leben? Und die Horrorserie ist ja auch beendet. Moin. Jetzt haben wir ihn. Wahrscheinlich den zweitlangweiligsten Rekord der Bundesliga-Geschichte nach am längsten 0:0 gespielt. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, nehmen wir den Punkt hier heute mit und wäre absolut vermessen zu sagen, dass das zu wenig ist in München. Horrorserie beendet, ja, war für uns nie ein Thema. Ich habe es nochmal gesagt, natürlich ein mediales Thema, keine Frage, kann ich auch verstehen. Aber die letzten Spiele waren alle schon sehr eng, bis auf das Hinspiel im letzten Jahr, wo wir eine schlechte zweite Halbzeit hatten. Und heute haben wir es geschafft, ans Limit zu kommen, über 90 Minuten, sehr diszipliniert zu sein, trotzdem aggressiv zu sein, in einem guten Rahmen aggressiv zu sein, ohne unfair zu sein und vor allen Dingen auch extrem mutig zu sein im Spiel nach vorne. Wir haben uns Torchancen erspielt aus dem Umschalten, aber nicht nur aus dem Umschalten, sondern auch aus dem Positionsspiel. Das hat mich sehr gefreut, weil wir da viel dran gearbeitet haben die letzten Wochen und Monate. Und in Summe ist es ein hochverdienter Punkt für uns hier in München und vielleicht sogar einen ganz kleinen Hauch die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel noch für uns zu entscheiden. Aber nochmal, da würde ich jetzt, also wer jetzt auch noch damit unzufrieden ist, das wäre zu viel. Also sie haben halt auch einen überragenden Torwart, der hat es wieder Weltklasse gemacht mit Manuel Neuer. Und dementsprechend nehmen wir das 1:1 gerne mit und versuchen im positiven Sinne dann in den nächsten Spielen die Serie zu brechen und nicht noch auszubauen. Weitere Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, Christoph Bär vom Weserkurier. Ja, Florian, von mir auch Glückwunsch zum Punkt. Ihr habt in der Abwehr schon sehr gut gestanden, die letzten Spiele immer. Jetzt hat das auch gegen Bayern funktioniert. Ist das so das Große, was ihr diese Saison bisher erreicht habt, dass wirklich diese defensive Stabilität da ist und jetzt auch gegen so einen Top-Gegner da ist? Ja, und wir haben in jedem Spiel ein Tor geschossen. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen zumindest. Und nichtsdestotrotz teile ich deine Analyse. Wir haben sehr, sehr viel investiert in diesen Bereich im Training, auch in der Vorbereitung insbesondere. Und die Abstimmung untereinander wird immer besser. Es ist ja jetzt auch heute nicht so gewesen, dass wir hier ein Chancenfeuerwerk zugelassen haben und das nur mit Glück überstanden haben, sondern wir haben durchaus auch Spielkontrolle gehabt. In dem Sinne, dass wir nicht in hektische Situationen gekommen sind. Und das hat mir gut gefallen. Und da ist aber trotzdem nochmal die Warnung an die Mannschaft direkt im Anschluss an so einen natürlich für Werder Bremen auch großen Erfolg hier in München zu punkten. All das geht gegen jeden Gegner der Bundesliga nur, wenn wir diese Disziplin an den Tag legen, die die Mannschaft heute an den Tag gelegt hat. Und da kann ich sie nur für loben. Sie haben das hervorragend gemacht. Sie sind nicht hektisch geworden. Sie haben ihre Positionen gehalten, haben aus den Positionen verteidigt. Und waren dann im richtigen Moment trotzdem da und haben zugepackt. Wir hatten viele Ballgewinne und das war wirklich sehr ordentlich defensiv und sollte so weitergehen. Ich sehe keine weiteren, doch Roman Unger hat noch eine Frage. Ich würde gerne nochmal auf die Defensive zu sprechen kommen. War besonders das Abwehrzentrum heute entscheidend, die auch Robert Lewandowski kaltgestellt haben, was ja keine ganz so einfache Aufgabe ist? Ja, das ist nett formuliert. Ömer war top, Grosso war top, Marco war top, keine Fehler. Grosso dann auch auf der anderen Position im Mittelfeld sehr gut. Überragender Spieler für mich, auch wenn ich das selten mache heute, nicht nur wegen seinem Tor, Maxi Eggestein, in beide Richtungen. Man hat gesehen, dass Möhl uns gut getan hat mit seiner Mischung aus Dynamik und trotzdem spielerischer Qualität. Und aber alle, die ihre Positionen hatten in dieser Mannschaft heute und auch die nicht gespielt haben, haben einen sehr hervorragenden Job gemacht. Ich erkläre das auch gerne, warum die auch. Wir hatten eine unglaublich gute Stimmung in der Kabine. Die ganze Trainingswoche war sehr gut und jede Einwechslung hat heute funktioniert. Felix freut mich, dass er endlich sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Hat einen
überragenden Außenrisspass noch zu einer Torchance gespielt. Manu hat sich gut eingefügt, als er reinkam heute. Und auch in der Kabine, so vor dem Spiel, in der Halbzeit. Toll, diesen Weg müssen wir weitergehen. Hat mir sehr gut gefallen heute. Dann geht es weiter mit Daniel Kurteus von der Deichstube. Ja, hallo Florian. Ich habe jetzt auch verstanden, dass man wirklich Handzeichen wörtlich nehmen muss und hier nicht in den Chat schreibt. Moin. Ja, von mir aus natürlich auch nochmal Glückwunsch zur tollen Vorstellung heute und zum Punktgewinn. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es jetzt darum geht, in der Liga weiterhin hart zu arbeiten. Was glaubst du denn, kann so ein Erfolgserlebnis auf dem Weg dorthin helfen oder womöglich freisetzen, gegen diese über Bayern seit über zehn Jahren endlich mal wieder nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren? Ja, ganz nüchtern betrachtet muss ich sagen, es ist trotzdem natürlich nur ein Punkt. Das ist jetzt tabellarisch und in ja da, wo wir weit weg von wollen und wo wir vielleicht auch hin wollen, jetzt kein Riesensprung. Aber es kann natürlich unglaublich den Glauben festigen. Und ich glaube, dass man sieht, dass diese Mannschaft hart an sich arbeitet, dass sie leidenschaftlich Fußball spielt. All das, was ich schon seit Wochen versuche zu transportieren, auch an die Öffentlichkeit. Und dass sie trotzdem Schritte geht, auch fußballerisch. Und diesen Glauben zu haben, das jetzt gegen die beste Mannschaft der Welt auch umgesetzt zu haben, natürlich haben die auch ihre Torchancen heute. Und das kannst du auch nicht komplett verhindern. Aber das kann uns schon helfen, den Glauben weiter zu stärken. Es darf aber nicht eine Sekunde dazu führen, dass wir denken, ja, es geht jetzt auch vielleicht mit einem 0,5% weniger. Sondern wir müssen immer ans Limit in jedem Spiel. Und ich freue mich trotzdem, dass wir das, was wir ja seit Wochen sagen. Und ich glaube, ganz viele Leute hatten heute Spaß in Bremen. Und sie hatten deshalb Spaß, weil eine junge Mannschaft leidenschaftlich versucht hat, ihr Ding zu machen. Und wenn wir den Weg weitergehen, werden wir, glaube ich, auch wenn wir mal einen Rückschlag haben, eine sehr stabile Saison spielen. Als nächstes bitte Christoph Beer vom Weserkurier. Ja, du hast Maximilian Eggestein ja eben schon ausdrücklich gelobt. Was ist da für eine Entwicklung bei ihm passiert? Er muss ja nach dem Abgang von Davy Klaassen in so eine Führungsrolle gehen. Du hast ja auch immer sehr vorsichtig, bist du da mit ihm umgegangen. Heute war er ein echter Chef im Mittelfeld. Ist er jetzt soweit? Ja, es wollen wir das auch nicht direkt wieder auf eine andere Ebene heben. Aber ich glaube, dass Maxi sehr gut getan hat, die Umstellung auf eine Doppelsechs grundsätzlich in unserem Spiel, weil damit seine Stärken mehr zum Tragen kamen. Wir haben über zwei Jahre immer mit einer Sechs gespielt, hatten da natürlich auch sehr prägende Spielerpersönlichkeiten mit Philipp Bargfrede, Kevin Vogt, Nuri Sahin über die Jahre. Und er musste sich da erst reinfügen. Jetzt kommt er durch die Wechselbewegung mal bleiben, mal dann auch mitgehen, siehe das Tor, kommt dann natürlich deutlich stärker zum Tragen. Und ich bleibe dabei, dass Maxi zu kritisch gesehen wurde in vielen Phasen auch der letzten Saison. Aber ich freue mich einfach, dass er jetzt wieder die Aufmerksamkeit und die Anerkennung bekommt, die er verdient hat. Weil Maxi arbeitet viel für die Mannschaft, hat diese wahnsinnig gute Eigenschaft, dass er ihm nie wichtig ist, wie er aussieht, sondern immer wie die Mannschaft aussieht. Und daher freut es mich, dass er die Anerkennung jetzt bekommt. Bei mir hat er sie die ganze Zeit gehabt. Da winkt Daniel Kurteus nochmal. Ich würde gerne einmal noch nachhaken bei Felix Agu, weil zu ihm ja heute in doppelter Weise ein ganz besonderes Spiel war. Einmal nach seiner Covid-Infektion und zum anderen natürlich, weil es sein allererstes Bundesligaspiel war. Wann war für dich klar, dass er heute eine Option ist? Und was hat am Ende den Ausschlag gegeben, ihn zu bringen? Und wie hast du ihn natürlich auch gesehen? Wann ist er eingewechselt worden? 65. oder sowas? Ja. Dann würde ich sagen, so ab der 60. war es klar. Weil ich glaube, es kein Trainer der Welt eine Einwechslung komplett planen kann vor dem Spiel. Was mir klar war, war, dass er viele Eigenschaften mitbringen kann für dieses Spiel. Geschwindigkeit, Unbekümmertheit und dass er eigentlich, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, wenn die Covid-Erkrankung nicht dazwischen gekommen wäre, hätte er ja schon längst gespielt. Und dementsprechend habe ich mich gefreut für ihn, habe seine Leistung sehr positiv gesehen, war defensiv stabil und mutig. Wie gesagt, einen sehr, sehr guten Pass gespielt, ein, zwei Mal. Natürlich ist er auch noch festgerannt, aber Felix ist ein Spieler,
den wir langsam, aber stetig auch dahin entwickeln wollen, dass er sehr stabil Bundesliga spielen kann. Und da hat er ein paar Waffen, die sind außergewöhnlich, gerade seine Geschwindigkeit und seine Vielseitigkeit. Er kann auf beiden Seiten spielen. Ich war sehr zufrieden mit ihm heute, wie aber mit allen Spielern auf dem Platz. Dann nochmal Roman Unger von der Bild. Du hast so 10 Minuten vor Schluss noch die gelbe Karte bekommen und warst damit nicht einverstanden. Kannst du sagen, wie du das gesehen hast, und hast du die Karte stellvertretend für die Bank bekommen oder was war da die Erklärung? Es gab keine Erklärung. Ich muss sagen, dass ich das vielleicht die einzige Erklärung sein kann, weil ich immer noch sage, ich hatte einen sehr guten Austausch mit dem Schiedsrichter und betone das ja auch nochmal. Ich hatte zu Beginn meiner Trainertätigkeit, die in der Bundesliga, die jetzt ja auch schon ein bisschen älter ist, mit Sicherheit den einen oder anderen zu impulsiven Auftritt. Habe da, glaube ich, schon an mir gearbeitet. Auch heute wieder war es sehr entspannt mit dem 4. Offiziellen. Dann gibt es ein glasklares Foul an Milot Rashica, was jeder gesehen hat, dass es dann in der 80. Minute etwas emotional wird. Aber also ich kann diese gelbe Karte in keinster Weise nachvollziehen, für mich persönlich. Christoph Bär nochmal. Ich habe noch eine Frage zu Milot Rashica. Du hast ja gesagt, wir werden bald wieder den Milot Rashica sehen, den alle sehen wollen. War er das heute schon? Na, da geht vielleicht sogar noch mehr. Der Tick Selbstvertrauen, der muss jetzt erst wieder kommen. Aber ich glaube, was man gesehen hat, er ist körperlich wieder in dem Zustand. Er kommt vorbei, er kommt ins Dribbling, er fühlt sich wieder besser auf dem Platz. Und dementsprechend war ich auch mit Milot in beide Richtungen. Also wir hatten ja auch mal teilweise so eine etwas absurde Mentalitätsdebatte, was ihn angeht. Auch das ist, glaube ich, hat er heute mal mehr als widerlegt und hat sehr, sehr gut gearbeitet gegen den Ball. Und er wirkt einfach viel frischer. Und dass man dann gegen Bayern nicht jede Situation gewinnt, ist auch klar. Aber er hat einige gewonnen, hat einiges aufgelöst und war ein ständiger Unruheherd im Konter, aber auch im klaren Ballbesitz. Und deshalb bin ich optimistisch, dass er sich bald auch wieder mit Toren oder Vorlagen belohnen wird. Das scheint es gewesen zu sein. Dann vielen Dank, kommt gut nach Hause, bleibt gesund. Tschüss, alles Gute. Guten Abend, liebe Kollegen draußen in der Kälte. Ja, willkommen zur Pressekonferenz jetzt mit Hansi Flick nach dem Spiel des FC Bayern zu Hause gegen Werder Bremen. Bitte schön eure Fragen per Handzeichen ankündigen und los geht's. Das dürfte Heiko Niederer unter der Mütze sein, richtig? Ich habe extra die Maske kurz runtergenommen, damit man sieht. Herr Flick, eine Frage nochmal zu der Aufstellung. Sie haben heute bis auf Manuel Neuer die Nationalspieler draußen gelassen. Hatte das doch ein bisschen auch was mit dem Spanien-Spiel zu tun? Und anschließend daran auch noch die Frage, wie sehr hat heute Joshua Kimmich gefehlt und wie sehr, glauben Sie, wird er auch in den nächsten Wochen noch fehlen auf dem Platz? Danke. Also Joshua wird immer fehlen, weil es einfach auch ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Aber ich glaube, gerade nach der Einwechslung von Leon Goretzka, der hat es für mich sehr, sehr gut auf der Sechs gemacht. Er war immer da, er war immer präsent und hat auch das 1:1 vorbereitet. Also er hat ein sehr, sehr gutes Spiel meiner Meinung nach gemacht. Und es ist so, wir haben in 4 Wochen 9 Spiele, jetzt haben wir noch 8 Spiele. Und da ist es auch ganz klar, dass wir, das haben wir die ganze Zeit auch immer gesagt, dass wir die Belastung der Spieler auch letztendlich steuern müssen, vernünftig steuern müssen. Und deswegen, wir haben einen breiten Kader, wir haben auch Qualität. Auch die, die angefangen haben, haben die Qualität, um auch Bremen zu schlagen. Und also es war so, dass wir heute einfach nicht so ein Spiel gefunden haben. Wir haben genauso Bremen analysiert, wie sie gespielt haben, dass sie in einem 5-4-1, also sehr, sehr kompakt in der Defensive agieren und so, ich sage jetzt mal, bis 30, 40 Meter oder 30, 35 Meter vom eigenen Tor nicht groß attackieren, versuchen bei Ballgewinn das sehr, sehr schnell umzuschalten. Das haben sie einige Male sehr gut gemacht. Manu hat gerade in der zweiten Halbzeit oder auch erste Halbzeit war eine Aktion da, wo er einfach seine Klasse wieder unter Beweis gestellt hat. Und wir haben es einfach nicht so geschafft, gerade in der ersten Halbzeit, dass wir über außen uns öfters freigespielt haben. Die wenigen Momente, die wir kreiert haben, waren
ist aber dann auch nicht so gefährlich, weil Bremen das natürlich gut verteidigt hat. Und dann kam das 1-0, der 1-0 Rückstand, den man einfach besser verteidigen muss. Aber das wissen wir auch, deswegen sind wir auch mit dem Spiel so in der Form nicht zufrieden. Aber man muss einfach sagen, in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft einfach alles wieder versucht. Und sie stemmt sich natürlich immer gegen eine Niederlage oder auch gegen Unschieden. Sie will gewinnen, sie hat die Mentalität und das ist das, was mir sehr, sehr imponiert an der Mannschaft. Und ja, wir müssen heute einfach mit dem Unschieden auch zufrieden sein. Dankeschön. Nächste Wortmeldung bitte, Hanna Reif. Ja. Ja, Herr Flick, vor der Länderspielpause gab es auch schon einige Spiele, wo Sie am Ende gesagt haben, das war ein Arbeitssieg. Hatten Sie heute ein anderes Gefühl in den letzten Minuten? Also haben Sie da schon gebangt, vielleicht wird es nichts mehr? Und ist es auch ein Indiz für den Endspurt, dass der doch zäh werden könnte? Nein, es ist einfach ein Gegner da gewesen, der es sehr gut gemacht hat, der gut verteidigt hat, der uns wenig Räume gelassen hat, gerade da, wo es im Fußball gefährlich wird. Und deswegen glaube ich, wir haben heute nicht ganz so unsere Chancen erspielen können, wie wir das gewohnt waren. Aber es wird auch wieder andere Spiele geben, hoffe ich zumindest. Aber das hat nichts mit dem zu tun. Wir wissen, dass wir in 4 Wochen, wie gesagt, jetzt noch 8 Spiele haben. Und darauf sind wir eingestellt. Wir haben einen großen Kader. Es kommen jetzt auch wieder Spieler dazu. Und von daher glaube ich einfach, dass wir das ganz gut wegstecken können. Dann ist Christian Kunz von der dpa an der Reihe, bitte. Hallo Herr Flick, wer kommt denn als Spieler dazu und wissen Sie auch schon, wie es Lucas Hernandez geht? Nein, Lucas ist anscheinend mit dem Becken auf dem Boden gelandet, mit voller Wucht und er hat Probleme gehabt, einfach aufzutreten. Er wird jetzt untersucht und dann müssen wir abwarten morgen, wie es bei ihm aussieht. Es könnte sein, dass Bounassar für Mittwoch in Frage kommt, genauso auch Coco Tolisso. Aber müssen wir abwarten, wir gehen kein Risiko ein. Noch haben wir, einfach genügend Spieler auch noch an Bord und müssen einfach gucken. Klar wird es ein bisschen eng, wenn jetzt Lukas vielleicht ausfallen würde auf gewissen Positionen, ja, Sechser, Linksverteidiger, aber das ist halt mal so drin, da müssen wir kreativ sein und dementsprechend auch die Positionen kreativ auch besetzen. Frank Linkesch für den Kicker, bitte. Ja, Herr Flick, hallo. Sie haben dem Jamal Musiala heute zum ersten Mal eine Chance gegeben in der Startformation. Wie waren Sie denn mit ihm zufrieden? Ja, für Jamal war das genauso schwierig auch wie für die komplette Mannschaft. Bremen hat die Räume sehr eng gemacht, sehr, sehr gut zugestellt, waren dann, wenn der Ball, ich sage einfach mal, zwischen Abwehrreihe und Mittelfeldreihe gespielt wurden, die Räume, wo wir einfach auch dann reinspielen wollten, haben sie sehr, sehr gut Druck ausgeübt und das hat Jamal auch das ein oder andere Mal gespürt. Aber er ist ein Spieler, der eine enorme Qualität hat, ein junger Spieler, der einfach auch es verdient hat, hier auch mal von Anfang an zu spielen. Letztendlich muss man sagen, er hat einige Situationen gehabt, die sehr gut ausgeschaut haben und fast in der ersten Halbzeit auch vielleicht zu einer Chance hätten führen können. Also von daher bin ich mit ihm zufrieden, weil er natürlich auch immer wieder im Training zeigt, was für eine Qualität er hat und Spiele, so wie heute, sind einfach mal drin, aber ja, im Großen und Ganzen hat er seine Sache gut gemacht. Machen wir die letzten Fragen, bitte. Florian Kienast für Spiegel Online. Hallo Herr Flick, kurz nochmal auf die Verletzung von Lucas Hernandez. Sie mussten ja dann die Abwehr umstellen. David Alaba ist dann auf links gerückt. War das vielleicht auch so ein Problem, dass Sie die Abwehr umstellen mussten, dass dann manchmal einfach die Zuordnung nicht gestimmt hat? Nein, aber es ist schon so, dass wir klar umstellen mussten, aber auf der anderen Seite weiß jeder Spieler, was er zu tun hat. Und es waren ein paar Situationen, waren wir einfach nicht so gut auf die schnelle Konter auch eingestellt. Wir sind dann einfach auch wenige oder nicht ganz so mitgegangen, wie man es machen muss. Haben Glück gehabt, dass einmal Jerome gerettet hat und einmal natürlich Manu. Also von daher glaube ich nicht, dass es
dass es daran lag, dass wir umstellen mussten, weil, wie gesagt, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat normalerweise. Und es ist letztendlich, ich sag mal, in der Situation beim 1-0, da haben wir nicht gut verteidigt. Und das war einfach auch ein Knackpunkt. Aber nichtsdestotrotz, ja wir haben es versucht, die zweite Halbzeit. Und man muss dann am Ende einfach auch sagen, Bremen hat es gut gemacht und den Punkt verdient mit nach Bremen genommen. Gut, dann die letzte Frage bitte, Maximilian Lotz für Sport 1. Ja, hallo Herr Flick. Sie haben sich gestern sehr lobend über Marc Rocker geäußert, haben sich dann heute aber doch gegen ihn entschieden. Warum? Ja, ich meine, wenn ich mich über einen Spieler äußere, positiv äußere, heißt das nicht gleich, dass er dann eine Stammplatzgarantie hat. Das ist heute so gewesen, weil Javi auf dieser Position ja einfach auch schon öfters gespielt hat. Der ist schon länger im Verein, der ist schon länger in der Mannschaft. Er weiß, was auf dieser Position einfach auch erwartet wird und wie er sich da verhalten muss. Heute haben wir auch mit einer 6 nur gespielt und mit 2 Achtern, mit Thomas und mit Jamal Musiala. Also von daher war das heute natürlich für Javi die optimale Position und klar haben wir natürlich auch gedacht und gehofft, dass wir einen anderen Verlauf des Spiels sehen, aber und dann vielleicht einen Marc oder auch andere Spieler reinbringen können. Das war nicht so, deswegen haben wir so entschieden, auch die Auswechslung so entschieden und mussten dann natürlich durch die Verletzung von Lucas Hernandez Javi hinten in die Innenverteidigung stecken und ja, von daher war heute für Marc kein Platz. Dankeschön, Hansi Flick. Danke euch. Ab ins Warme. Schönes Wochenende. Servus. Danke.